die Übung zur Dehnung der Rückenmuskulatur. Wir machen einen Kniesitz, wir gehen zur Vorbeuge, Stirn zum Boden und wir sind in der Position des Kindes. Wir dehnen den Rücken und Gesäßmuskeln. Wir atmen in den Bauch, in das Lendenbereich. Wir geben dazu die oberen Gliedmaßen, der rechte Arm geht nach oben und die ganze Seite wird so gedehnt, dass wir nach rechts rotieren. Dabei wird diese ganze Seite gedehnt. Wir fühlen mildes Ziehen und atmen entweder in den Bauch oder in die Stelle des größten Ziehens. Gut, und zurück zur anderen Seite. Diese ganze Seite wird wieder gedehnt. Gesäßmuskeln an dieser Seite. Wir atmen durch, das ist eine ruhige Übung. Einige Sekunden können wir ausruhen und dann wieder wiederholen. Das wird auf diese Partie konzentriert. Wir beugen uns zu einer Seite. Diese Seite wird gedehnt und wir atmen durch. Wir können nach rechts gehen. Das Aushalten kann 20-30 Sekunden gemacht werden, je nachdem, wie das zieht und wie viel Zeit wir zum Ausruhen brauchen. Gut. Zurück. Und sich an Unterarmen stützen. Diese Partei von dem Rumpf wird rotiert. Der eine Arm wird nach oben gestreckt und wir schauen zur Decke. Wir sollen so weit wie möglich gestreckt werden. Gut, und wieder zu der anderen Seite. Die Wirbelsäule ist in der Achse, es wird nur rotiert. Keine Beuge. Jetzt machen wir die Position der Sphinx. Also wir gehen zur Armen und die Bewegung wird anders gemacht, der vorherigen Übung gegenüber. Wir halten uns, wir stützen uns an den Armen. Wir dehnen den Rücken, beugen den Rücken. Wir können aktiv in der Fußgewölbe bis zum Boden drücken. Durchatmen und zurück, fließend zu der Position des Kniesitzes.